Ich begrüße jetzt sehr herzlich den Uwe. Und Uwe ist 36. Guten Morgen. Hallo? 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 Uwe? Hallo. Ja, da bist du. Sehr schön. Hörst du mich, Domian? Jetzt höre ich dich sehr gut. Uwe 36, sage ich es nochmal. Grüße dich. Ja. Du hast dich zu dem Thema gemeldet. Ja, also ich habe nach langen Jahren mich getraut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Es ist so, ich bin jetzt 36. Ich bin ungefähr vor 10, ja so 19 Jahren, ich habe mal mit 26 angefangen, mich für Prostituierte zu interessieren. Das heißt, Bordellbesuche noch und nöcher deutschlandweit, da ich auch damals oder auch heute noch beruflich so eingebunden bin, dass ich teilweise in der ganzen Republik unterwegs bin. Ja. Und jetzt ist es mittlerweile so weit, dass ich mich seit 2 oder 4 Jahren immer mit der gleichen Prostituierten treffe und fast sagen würde, ich bin abhängig von dieser Person. Ach. Also und, du triffst dich jetzt nur noch mit derselben? Oder ja, laufen also, nebenher noch andere? Wenig. Also das meiste spielt sich mit ihr ab. Ja, aber und, wir halten nochmal fest, seit 10 Jahren sehr, sehr, sehr viel Sex mit Prostituierten. Kann man sagen, nur Sex mit Prostituierten? Ja, nur. Nur. Ja. Also keine Beziehung, ja. keine Freundin, nee. Gar nichts. Ich hatte mal eine Freundin gehabt, aber wie du dann sicherlich weißt, die sind nach 2, 3 Monaten verschwunden, ne? Ich weiß nicht, dass deine Freundin verschwunden ist. Nein, ich sagte, wenn man so lebt und eine Freundin hat, die ist nach 2, 3 Monaten. Ach so, natürlich, wenn die das noch rausbekommt, ist klar. Ja, aber bevor du damit angefangen hast, hattest du da mal etwas längere Beziehungen? Ja, wie gesagt, das ist für mich gar nicht so relevant. Relevant ist einfach nur, dass ich von dieser Person abhängig bin und davon loskommen muss. Ja, und aber gestatte mir nur die Frage, ob du früher mal längere Beziehungen... Ja, natürlich gab es Frauen, klar. Es fing bei jedem mit 16, 17 an, dass man intensiv anfängt, sich für Frauen zu interessieren, klar. So, jetzt hast du das Gefühl, dass... Das Problem ist, ja, ich bin, würde ich sagen, von dieser Person abhängig. Also es geht so weit... dass ich Sachen von ihr verlange, die man normalerweise von einer Prostituierten gar nicht verlangt. Ne? Was denn zum Beispiel? Ja, also dass ich dann anfange zu ihr zu sagen, ja, lass mir mal deine Füße küssen oder keine Ahnung, ich setze dir deinen After oder urinieren in den Mund oder... Ja, gut, ist schon eher die krassere Variante, aber also, passiert so sich weit, das geht so weit ins Kaviar-Geschäft rein, ne? Sie bei dir? Oder ja, du bei ihr? Mit ihr. Also ich versuche das von den Prostituierten zu bekommen, was ich da... Das heißt, dass du verlangst von dieser Prostituierten, dass diese Frau dich ankotet? Ja. Also es ist eine Sache, die mich irgendwie, die macht mich geil, ne? Wie geht denn das? Wohin kotet die denn dann? Ja, also teilweise so in den Mund. In den Mund? Ja. Und wie oft geschieht das? Also ich sag mal bei 3, 4 Besuchen mindestens 2-mal. Also hat er schon. Sag mal, jetzt müssen wir auch ganz offen darüber sprechen. Die kotet dir in den Mund. Ja. Und dann schluckst du das runter? Nee, das kann ich nicht. Also ich glaube, dann wäre mein Magen wahrscheinlich schon über den Jordan. Also es ist eine Sache, die... Stopp, ich muss fragen. Ich finde das so krass. Das macht dich geil? Ja, also diese Wärme und ja das Gefühl einfach, das zu spüren. Kannst du nicht nachvollziehen. Nein, natürlich nicht. Das können wenige nachvollziehen. Ja, ich weiß. Ich halte also auch für so eine krasse Sexualität, die wirklich ins Perverse reingeht. Mhm. Wirklich, finde ich. Ja, ich sage immer, pervers ist derjenige, der es pervers findet, ne? Ja, das ist aber jetzt ein Spruch, der ist aber relativ dämlich. Entschuldige. Also, ja, klar. Ich weiß ja aber nicht, wie ich aus der Nummer wieder rauskommen soll. Was zahlst du denn dieser Frau für das, was sie da tut? Ja, es kommt drauf an. Also wenn wir normalen Geschlechtsverkehr haben, halt den normalen Preis, sage ich jetzt mal, zwischen 50 und 80 Euro. Ne? Mhm. Nur wenn es dann detaillierter wird und die Frau wirklich auch das mitmacht, was ich von ihr verlange, dann geht es auch schon um 2, 3, 4, 500 Euro. Ne? Es ist ja auch nicht so, dass ich dann bei ihr bin und nach was ich schon wieder draußen bin. Ne? Und was? Habe ich nicht verstanden. Und?
dass du bei ihr bist? Wenn ich bei ihr bin, dass ich nach einer Viertelstunde wieder laufen kann. Ach so, ja, ist klar, ist klar. Jetzt hast du schon länger. Ne? Hast du gerade gesagt. Und ich habe sogar schon deinen Kollegen eben erzählt, also ich versuche dann auch mich privat mit ihr zu treffen, weil ich halt mehr von ihr möchte. Ne? Was möchtest du denn von ihr? Ja, das ist schwer zu sagen. Also vielleicht eine Beziehung, wenn das möglich wäre. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das bei einer professionellen Prostituierten oder Hure klappt. Ne? Ich bin auch gar nicht sicher, ob du das überhaupt willst. Vielleicht willst du einfach nur noch mehr Besitz von dieser Frau ergreifen und Macht. Ja, ich habe deinem Kollegen auch eben gesagt, also ich steigere mich da wahrscheinlich in irgendwas rein. Ne? Mhm. Also das endet auch in Einsamkeit und Depressionen. Mhm. Ne? Du hast gerade gesagt, dass du fast abhängig bist von dieser Frau. Ja, es ist ihre Art, also wie sie mich empfängt, wie sie mich anguckt, wie sie lächelt und so weiter. Und es sind ja so viele Sachen. Okay, es mag sein, dass deine Abhängigkeit dieser Frau gegenüber besteht, aber auf der die andere Ebene ist ja, dass da eine so bizarre Sexualität entstanden ist, in die du da auch hineingerutscht bist, offensichtlich durch diese Frau oder mit dieser Frau zusammen. Also sie sagt teilweise auch, komm, jetzt geh du Ferkel erstmal nach Hause. Ne? Also das ist dann so voll abwertend irgendwie, ne? Wo ich mir dann manchmal denke, sie sagt, hallo? Sie sagt, komm, fahr du erstmal nach Hause? Komm du Ferkel, fahr du erstmal nach Hause, ja. Was? Ich verstehe diese, komm du was? Komm? Komm du Ferkel, fahr du komm, erstmal du nach Hause. Komm du Ferkel, fahr du erstmal nach Hause. Ne? Mhm. Und das hört mich dann auch schon wieder an, ne? Ach so, also wenn die dich ein bisschen beschimpft und so weiter. Ja. Als du dieser Frau gegenüber zum ersten Mal diesen ganz heftigen Wunsch geäußert hast, über den wir gerade gesprochen haben. Ja, für mich ist er ja nicht heftig, für mich ist er ja normal, ne? Okay, für mich ist er heftig, ich sag's jetzt mal so. Als du es zum ersten Mal geäußert hast, wie hat die darauf reagiert? Ja, die hat natürlich erstmal mich angeguckt mit großen Augen und hat gesagt, nur geht's noch. Mhm. Aber das Ding war halt, wir sind durch den Sex und durch die Intimität dann näher gekommen. Ja, und irgendwann hat sie gesagt, ach komm, ich lege nochmal 300, 400 drauf, dann machst du das schon so. Ne? Und dann hat sie es gemacht. Ja. Mhm. Also ich meine, ich weiß auch nicht, wie ich aus der Nummer wieder rauskommen soll, also ganz ehrlich. Wenn dieses passiert ist, über das wir gerade gesprochen haben, was du nicht heftig findest, gibt es danach dann auch den normalen Sex, den Geschlechtsverkehr? Den gibt es mitunter auch, ja. Ja. Klar, das gehört eben dazu, ne? Ja, also ist das so. Aber das ist halt so ein Schmankerl obendrauf irgendwie, ne? Von dem heftigen Gestank wirst du nicht abgestoßen, der dadurch und dabei entsteht. Das ist ein Mensch vielleicht so, der das nicht versteht. Da lacht aber er. Ich finde es nicht als Gestank. Mhm. Mhm. Wie ist das normal? Ich bin völlig außer mir, echt. Ja, sonderbar, dass du da lachst. Also, es zeigt mir, wie weit entfernt wir da voneinander sind, dass du auf so eine Frage fast schon erstaunt lachend reagierst. Für mich ist es kein Gestank, für mich ist es einfach Natur, ne? Mhm. Also, es ist eben so. Ich hatte dich ja gerade schon gefragt, die letzten festen Beziehungen liegen über 10 Jahre zurück bei dir. Also, die etwas längeren Beziehungen. Das heißt, im Prinzip bist du seit 10 Jahren solo und führst dieses doch sehr kuriose Leben, was du führst. Ja, ich meine, was soll ich machen? Ich meine, ich glaube, ich könnte es nicht mit einer normalen Frau ausleben, ne? Ja, also ich glaube, ich sag dir mal so ganz spontan mein Gefühl. Ich glaube, dass deine Sexualität vollkommen degeneriert ist. Was heißt degeneriert? Was verstehst du darunter? Ja, dass sie weit ab von der Norm ist und ins krankhafte Pathologische hineingeht. Ich glaube, dass... Aber weißt du, wie viele das praktizieren? Ja, das ist auch kein Argument. Das ist auch kein Argument. Zudem glaube ich, dass du, und das sagst du ja gerade auch selbst, Uwe, du bist damit ja nicht glücklich. Ich glaube, dass auch damit verbunden ist eine Unfähigkeit, sich auf einen Menschen, eine Frau einzulassen, auf eine Liebe einzulassen. Mhm. Also eine Unfähigkeit zu lieben. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Warum lachst du? Nein, ich muss darüber lachen, dass ich überhaupt zu dem Thema angerufen habe. Ne? Also hast das ist schon fast peinlich. Ja, egal. Das ist nur unser Thema und das ist nun mal so. Mhm. Hast du mit anderen Leuten, mit Freunden schon mal über diese Thematik geredet?
Nee, traue ich mich nicht. Glaube ich, ist ja auch ist mir zu schwierig. Intim, ne? Ja, klar, ist ja auch schwierig. Außerdem wird man dann unter Umständen schräg angeschaut und so weiter. Ja. Ja. Ich meine, man ist halt der absolute Außenseiter, denke ich mal, was das angeht, ne? Naja, gerade hast du mir nur erzählt, wie viele Leute das machen. Aber ja, das gut, es sind aber keine Leute, die in meinem Umfeld sind. Ne? Also ja. Da ist man, wenn man das Thema Sex offen ansprechen würde, wäre man in seinem Umfeld der Außenseiter, sag ich mal so. Ja. Ne? Aber wer weiß, das vermutet von dir wahrscheinlich auch überhaupt niemand in deinem Umfeld, dass du so lebst und so solche Dinge tust. Wahrscheinlich. Das denke ich auch. Ja, das glaube ich auch. Aber ich meine, wenn mich das wirklich antört, wie kann ich es ändern? Ja. Also muss ich es überhaupt ändern oder sollte ich es ändern? Ich meine, In dem Moment, wo letztendlich deine Psyche darunter leidet, und den Eindruck habe ich, und so hast du es mir ja auch geschildert, weil das... Ja, das ist aber ja wieder die Thematik, das ist ja nicht die Thematik von wegen mit der Sexualpraktik, sondern das ist ja die Thematik, dass ich mir denke, ich bin von dieser Frau abhängig. Ja, aber es hängt ich alles zusammen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass mit einer anderen Frau... Ja, aber es hängt ja alles zusammen. Ich würde dir sehr, sehr, sehr dringend raten, eine fachkundige Beratung, Uwe, die weit über unser Gespräch hinausgeht. Mhm. Ich würde dir gerne meine Psychologin noch geben, dass die dir so ein paar... Ich bin in psychologischer Behandlung. Ach, du bist in psychologischer Behandlung. Das sprichst du mit deinem sprichst du mit deinem... Ich kann nicht so offen mit ihm darüber reden. Bitte? Ich kann nicht so offen mit meinem Psychologen wie mit dir. Ne? Ja, das ist der falsche Mann. Dann brich es ab. Also wenn, dann musst du da die Hosen runterlassen, sonst funktioniert das nicht. Kannst du es völlig vergessen. Es ist vertane Zeit und weggeschmissenes Geld. Ja, ich meine, vielleicht wäre es ganz gut, wenn deine Psychologin mich zurückruft. Ne? Ja, das würde ich auch vorschlagen. Vielleicht kann sie dir noch ein paar Tipps geben, welche Art der Beratung, welche Form der Therapie für dich interessant und gut wäre. Ich meine, es gibt ja Leute, die diese Praktik ganz normal praktizieren, ohne damit krank zu sein. Ne? Ja. Wir machen das mal so, Uwe. Du legst auf und du wirst von Simone, meiner Psychologin, zurückgerufen. Okay. So, dann wünsche ich alles Gute. Danke. Wiederhören. Danke, tschüss. Tschüss. Wie heftig.